Heute ist die FED-Sitzung und eines scheint ziemlich klar, die FED wird heute die Zinsen nicht anheben. Aber gilt das auch für das ganze Jahr 2023? Das wird die FED heute über die sogenannten Dot Plots signalisieren, also diese Punktediagramme, bei denen die FED-Mitglieder ihre Zinserwartung ausdrücken. Und da gibt es zwei entscheidende Faktoren. Erstens wird in diesem Jahr noch ein Zinsschritt laut Auffassung der FED-Mitglieder erfolgen. Und zweitens, wie schaut es denn nächstes Jahr aus? Wird die FED die Zinsen senken? Werden die Dotplots zeigen, dass die Notenbanker von niedrigeren Zinsen ausgehen? Ja oder nein? Und dann haben wir 2030 natürlich die Pressekonferenz von Jerome Powell, der da versuchen wird, möglichst wenig rauszulassen, um sich nicht festzulegen, sich alle Türen offen zu halten. Schauen wir uns die Dinge aber erstmal an, startend mit gestern, denn da waren es die kanadischen Verbraucherpreisdaten, die höher waren als erwartet, wegen den gestiegenen Energiekosten, vor allem den Benzinpreisen. Daraufhin, daran wird dann gestiegen, das hat den Aktienmärkten nicht gefallen. Wir sehen vor allem die 5-jährige Anleiherendite deutlich nach oben, gestern die 10-jährige auf über 4,36% gestiegen oder 4,37%, höchster Stand seit 2007. Und rechts in dieser Grafik sehen wir mal, wenn wir das so auf Jahresbasis sehen, die letzten 10 Jahre, wie schnell das jetzt gegangen ist mit diesen Renditeanstiegen. Das ist das Muster, eben Geld wird teurer. Normal ist das nicht so gut für Aktien, aber dann ist gestern der Ölpreis wieder ein bisschen zurückgekommen. Dann konnten sich die Märkte erholen. Wir haben heute, gestern hatten wir die kanadischen Verbraucherpreise aus dem August. Heute haben wir frisch die britischen bekommen und die waren überraschenderweise etwas niedriger, denn die waren mit 0,3% zum Vormonat und 6,7% zum Vorjahresmonat doch etwas tiefer als erwartet. Damit scheint sich das Hochinflationsland der UK so ein bisschen diesen Trend, den wir überall sonst sehen, zu entziehen, dass die Inflation deutlich wieder nach oben geht, auch zum Vorjahresmonat. Wir haben heute die Erzeugerpreise gesehen aus Deutschland. Minus 12,6% zum Vorjahresmonat, aber wir sehen eben einen leichten Anstieg wieder zum Vormonat. Also dieser Abwärtstrend ist zwar zu den Vorjahreszahlen noch da, aber eben nicht mehr zu den Vormonaten, eben weil jetzt die Energiekosten wieder steigen und damit eben auch die Erzeugerpreise. Aber Öl ist natürlich das große Thema und Inflation. Jetzt sagte JP Morgan, naja, also es gibt die Sorge, dass hier diese Cuts noch nicht fertig sind, diese Produktionskürzungen, und dass dann die Märkte unterversorgt sind. Das könnte bedeuten, dass ein Supply Shock kommt auf $120. Goldman Sachs hat jetzt seine Prognose für Öl auf $100 angehoben. Ist das sozusagen jetzt der Startpunkt einer Korrektur bei Öl? Wenn man sich heute die Entwicklung anschaut bei Öl, könnte es sein, denn wir sehen da Rücksetzer, dazu gleich mehr. Aber was ist das Problem eben mit diesem hohen Ölpreis, hohe Benzinpreise? Treffen jetzt auf höhere Zinssätze, die vor allem die Konsumenten, aber auch die Unternehmen in der Regel bezahlen müssen. Und jetzt sehen wir eben diese giftige Kombination. Die Leute müssen mehr ausgeben für Fortbewegung, wenn man so will, und sind gleichzeitig belastet. Zum Beispiel, wenn sie sich ein neues Auto kaufen über Kredit, dann sind dort ja die Zinskosten deutlich gestiegen. Und also das wäre wirklich ein Wunder, wenn die FED hier es wirklich schaffen würde, wie dieser Tweet hier sagt, dass man eine Rezession vermeidet, dann wäre es wirklich historisch, könnte man sagen. Denn wir haben jetzt einen so schnellen Anstieg der Personal Interest Expenses, also der Zinsbelastung der Konsumenten. Größter Anstieg oder schnellster Anstieg seit 1960, und es wäre also das erste Mal, dass da keine Rezession daraus entsteht. Also das ist sehr unwahrscheinlich. Wir haben eben das Problem, die Inflation bleibt dadurch höher. Dadurch sind die Notenbanken gezwungen, die Zinsen höher zu lassen. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite bremst eben dieser Ölpreis, bremsen die Energiekosten das Wachstum. Und wir sehen, wie sich das schon verschoben hat. Jetzt hier erstmal asiatische Märkte sind gefallen, bla bla. As Fed expected to stay hawkish. Also weil die Fed hawkish bleibt. Und hier sehen wir mal zwischen 1. September in dieser Grafik rot und 19. September blaue Linie sehen wir, da ist die Erwartung, dass die Zinsen sinken, hat sich abgeschwächt. Im Mindesten heißt nicht, dass man nicht mehr davon ausgeht, dass die Zinsen sinken werden ab 2024, aber
Das wird langsamer passieren und diese Veränderung innerhalb von 18 Tagen, die kommt eben auch vor allem durch den Ölpreis. Aber jetzt kommen wir mal to the most important thing today is the Fed. Das ist also die US-Notenbank. Und hier links oben, meine Damen und Herren, da sehen Sie diese sogenannten Dot-Plots, diese Punktediagramme. Ja, hier sehen wir, dass links oben in der Grafik ist links das Juni-Meeting und rechts davon das September-Meeting. Und wir sehen, vorher lag das relativ weit auseinander im Juni-Meeting zwischen, manche erwarteten über 6%, die anderen sogar nur 5%. Jetzt ist man im September so ein bisschen zusammengerückt. Es gibt nur einen, der sozusagen hier deutlich oben liegt. Das ist bis Ende 2023. Da eben die Frage, naja, wie ist jetzt sozusagen, wie fällt dieses Diagramm aus? Wird es signalisiert, dass die Fed tendiert dazu, die Zinsen nochmal anzuheben? Ja, nein. Und vor allem dann Ende 24 oder auch Ende 25. Wie schaut es denn aus? Wie glaubt ihr, wie es weitergeht? Vor allem im nächsten Jahr. Das ist ja dann auch das, was die Märkte vielleicht noch interessiert. 2025, was Sie da unten in der Grafik sehen, ist weit weg. Aber natürlich geht man davon aus, dass sukzessive die Zinsen senken werden, weil die Inflation ja so wunderbar runterkommt. Und warum es mit den Aktienmärkten so ein bisschen schwieriger geworden ist, eben, dass dieses Goldilocks-Szenario sinkende Inflation, dadurch sinkende Zinsen, gleichzeitig eine tolle Wirtschaft, dass sich das irgendwie nicht so richtig realistisch mehr anhört, wenn wir eine hartnäckig hohe Inflation durch die Energiepreise haben, wenn dann die Notenbanken eben die Zinsen nicht senken können oder zumindest nicht so schnell senken können. JP Morgan kommt jetzt mit einer Aussage, ja, wir sehen eine 1 in 3 Chance, also ein Drittel knapp, dass das Median-FOMC-Dot-Plot, also praktisch, dass die Median-Erwartung der FED-Mitglieder zeigt, dass es keine Zinsanhebung mehr geben wird. Also 30% Wahrscheinlichkeit, sagt JP Morgan, dass in den Dot-Plots gezeigt wird, dass es keine Zinsschritt mehr geben wird. So oder so, wenn wir uns mal die Optionsmärkte anschauen, sehen wir eigentlich nur eine Bewegung von 0,67% für die FED-Sitzung. Das wäre der geringste Wert seit November 2021. Was kann der gute Jeromy, der hier so ein bisschen verzweifelt schaut, was kann er machen angesichts der Tatsache, dass, wie neue Umfragen zeigen, 4 von 10 Amerikanern Probleme haben, ihre Rechnungen zu bezahlen. Wir sehen hohe Food Costs, also hohe Kosten für Lebensmittel, die dürften nicht so schnell weggehen. Jetzt haben wir Fuel Price Soaring. Who is feeling the pinch? Und das sind natürlich eher Niedrigverdiener, die dann hier unter Druck kommen. Jetzt hier noch die Student Loans, die zurückgezahlt werden müssen. However, nochmal zurück zur Fed. Heute ist die Erwartung praktisch nur noch 1%, dass die Fed die Zinsen anheben wird, also faktisch nicht vorhanden. Aber die Märkte gehen davon aus, dass es eine 40% Chance gibt, dass die Fed dann bis Ende des Jahres die Zinsen nochmal anheben wird. Also heute auf gar keinen Fall, aber vielleicht nochmal im November, so sagt man sich. 1. November ist dann die nächste Sitzung. Am 13.12. vor Weihnachten ist dann nochmal eine. Das ist derzeit jetzt das, was in den Fed Fund Futures eingepreist ist. Wir sehen Pause, 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 Pause. Man hält es also für wahrscheinlicher, deswegen nur 40% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen nochmal steigen, aber insgesamt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie es nicht tun, so die Fed Fund Futures, und geht dann davon aus, dass wir ab Juni 2024, dass wir dann sehen, dass die Zinsen sinken werden. Wenn es jetzt so ist, wenn die Fed Fund Futures recht haben mit der höheren Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen nicht mehr anhebt, dann wäre das unter normalen Umständen, Grafik unten, hatte ich gestern schon gezeigt, bullisch für die Aktienmärkte, wenn da nicht die Rezession wäre. Denn wenn die kommt, dann sehen wir, bringt das den Aktienmärkten nichts, auch wenn es die letzte Zinsanhebung der Fed bereits hinter uns liegen sollte, denn dann würden die Aktienmärkte sich negativ entwickeln. Es wird also entscheidend darauf ankommen, erstens wird die Fed die Zinsen nochmal anheben, aber wenn sie es nicht tut, dann werden die Aktienmärkte sich normalerweise gut entwickeln, wenn keine Rezession kommt, und nicht gut entwickeln, wenn eine Rezession kommt. Simple as it is, meine Damen und Herren, aber normalerweise kommt eine Rezession nicht. Das zeigt die Erfahrung in der Geschichte. Wir haben 81 nach der letzten Zinsanhebung 6 Monate bis zur Rezession, 89 15 Monate
2008 Monate, 2007 17 Monate und 2019 10 Monate. Und jetzt ist eben entscheidend dieser sogenannte Lag-Effekt, also dieser Verzögerungseffekt durch die Zinsen. Das heißt, viele haben sich ja schon früher in Zeiten von Nullzinsen irgendwelche Kredite gesichert, Verträge abgeschlossen und es dauert natürlich, bis die auslaufen und dann anschlussfinanziert werden müssen. Das heißt, viele tangiert das gar nicht, wenn jetzt die Zinsen steigen, weil sie sagen, naja, hat mein Haus finanziert zu 1,5-2%, was kümmert es mich jetzt, wenn die Mortgage Rates bei über 7,5% sind, aber es kümmert eben die neuen Käufer. Es kümmert all diejenigen, die jetzt sozusagen in letzter Zeit Verträge abschließen mussten, Gelder sich ausgeliehen haben. Und je mehr Zeit ins Land geht, umso mehr Firmen oder auch Konsumenten werden das sein, die dann neue Verträge abschließen, die dann natürlich zu viel höheren Zinskonditionen eben der Fall sind. Aber wie gesagt, diese Zinsbelastung plus dann Inflation durch Energiepreise, das ist schon eine unschöne Mischung. Aber hier sehen wir zum Beispiel mal diese Folgewirkungen dieser Zinsen eben bei den Mortgage Applications, also bei den Hypothekenanträgen, den Kreditanträgen, um sich ein Haus zu kaufen, ist massiv nach unten gegangen. Wir sind jetzt auf dem niedrigsten Level seit 1995. Klar, die Zinsen sind eben sehr, sehr teuer. Wir sehen unten übrigens den Bankenindex KRE, also diesen Regionalbankenindex, der jetzt fast schon wieder auf Silicon Valley Bank Pleite Niveau ist. Also da tut man sich nach wie vor schwer. Kreditvergabe wird eingeschränkt. Die Banken haben Probleme, weil hier dann praktisch, jetzt muss ich das mal wieder elegant wegklicken, meine Damen und Herren, weil praktisch eben die Leute dann ihr Geld in Geldmarktfonds packen, die eben besser verzinst sind. Das können die Regionalbanken gar nicht bieten. Und das ist sozusagen jetzt einer der entscheidenden Dinge, die Albert Edwards rausgearbeitet hat. Dadurch, dass sich auch viele Firmen natürlich Kredite gesichert haben, damals noch zu Zeiten in Nullzinsphasen, sitzen die noch auf diesen Krediten und jetzt haben die einen Vorteil, diese Unternehmen. Die haben sich damals Geld gesichert, praktisch zu null oder zu ganz geringen Zinssätzen, aber haben jetzt Cash und dieses Cash wird ihnen verzinst, eben deutlich jetzt aufgrund der gestiegenen Zinsen. Dementsprechend haben die damit erstmal überhaupt kein Problem. Das gilt auch und das ist der Hauptgrund dafür, dass die Junk-Bond-Märkte noch so ruhig sind, also diese Märkte, die normalerweise sofort reagieren, wenn Stress im System ist. Also die Unternehmensanleihen mit bescheidenerer Bonität, sagen wir mal so. Gerade diese Junk-Firmen, die sozusagen ein Riesenproblem haben, weil sie kaum genug Geld verdienen, die haben eben sich abgesichert, indem sie längere Verträge geschlossen haben in Nullzinsphasen. Aber je länger Zeit ins Land geht, umso mehr Firmen kommen dann eben in die Schwierigkeit, neue Verträge abschließen zu müssen zu dann höheren Zinsen. Aber hier sehen wir mal diesen fundamentalen Unterschied zwischen Konsumenten und Firmen, beziehungsweise es gibt auch viele Konsumenten, die eben gerade im Immobilienbereich da noch früher ihre Verträge abgeschlossen haben. Jetzt kommen wir zu dem Problem, dass eben das teure Geld bietet. Hier haben wir eben jetzt die Situation, dass die 10-jährige Anleiherendite deutlich höher ist als die Dividendenrendite im S&P 500. Nehmen wir mal an, die Aktien im S&P 500 würden sich ein Jahr nicht bewegen, weder Plus noch Minus machen. Was bleibt dann eben? Die Dividende, also die Rendite, die ich über die Dividende bekomme. Und jenseits der Frage eben, ob die Aktien steigen oder fallen, das ist ja immer unklar. Das heißt, hier kriege ich relativ auf safe eine deutlich bessere Rendite als bei den Aktien, was zur Folge hat, dass die Anleihen so günstig sind, Staatsanleihen so günstig sind zu Aktien wie seit Oktober 2007 nicht mehr. Okay, und hier sehen wir mal die Realrenditen, also Renditen minus Inflation. Da sehen wir auch, wir sehen Real Yields hitting fresh highs, also wir gehen mit den Realrenditen nach oben, aber die Equity Valuations reagieren darauf nicht. Wir haben also eine Riesenlücke und das heißt nicht, dass heute die Kurse fallen oder morgen die Kurse fallen, aber das heißt, wer sozusagen jetzt kauft, der muss sich über die längeren Perspektiven im Klaren sein, dass derzeit eben die Aktienmärkte zu den Anleihemärkten so teuer sind wie seit 2007 nicht mehr. Viele missverstehen ja meine Videos immer
aus irgendwelchen Gründen, wenn es dann nach oben geht, ja, hört nicht auf Fugmann. Dann sage ich mir, wieso, auf was habt ihr jetzt gehört? Ich versuche eine Lage darzustellen und sozusagen ein Big Picture zu geben. Die Leute verwechseln das oft mit den nächsten 5 Minuten, was etwas seltsam aus meiner Sicht ist, aber gut, ich erlebe es immer wieder. However, das ist eben das große Picture und das ist eben die Frage, die man sich stellen muss, wenn man investiert. Beim Traden ist das eine ganz andere Geschichte. Da zählen kurze Bewegungen. Apropos Trading, hier sehen wir die Entwicklung gestern, leichtes Minus. Aber wie gesagt, die Märkte, die haben sich dann erholt, nachdem Crude Oil von seinen Intraday-Highs ein bisschen runtergefallen ist. Dann ist es mit den Märkten nach oben gegangen. Moderates Minus, nicht viel passiert. Aber schauen wir uns mal übergeordnet auch wieder das Picture an. Triple Q, also Nasdaq ETF. Hier die Prozentzahl von Aktien, die ein neues 52-Wochen-Tief erreichen, also auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr notieren. Da sehen wir, das ist jetzt, schießt immer wieder mal nach oben, geht aber dann relativ schnell nach unten, aber wir sehen jetzt, dass sich das so ein bisschen auf erhöhtem Niveau hält. Das heißt, wir sehen immer mehr Aktien, die jetzt ein Tief erreichen. Generell ist es ja so, dass mehr Aktien in letzter Zeit neue Tiefs erreicht haben, 52-Wochen-Tiefs, als 52-Wochen-Hochs. Und wir sehen den Nasdaq Future, das ist seit Beginn 2023 der Continuous-Kontrakt. Da sind wir jetzt an der Aufwärtstrendlinie und jetzt machen wir im Daily so eine Wedge, da kann alles passieren, du kannst nach unten antäuschen und nach oben rausschießen oder du fällst eben jetzt glatt nach unten durch, das werden wir sehen, das wird ein Stück weit auf Xiaomi ankommen. Hier sehen wir mal ziemlich viele Käufe von VIX Calls jetzt, also man sichert sich ab auf eine steigende Volatilität. Wir haben gestern gesehen, der VIX 5% etwa gestiegen. Also es ist ein bisschen Absicherungsbedürfnis, vielleicht ein Kontraindikator, ich weiß es nicht, aber kommen wir nochmal gerade zu Tech. Es gibt jetzt das Gerücht, ich wiederhole ein Gerücht, wie Dan Neistat, der in der Regel allerdings sehr gut informiert ist, Microsoft has reportedly started cutting orders for Nvidia H100, the chips, as hype over ChatGPT fades. Ups, und schlechtere Subscriptions für den Microsoft 365er Copilot. Also ja, es ist nicht mehr so, dass jetzt ChatGPT so unglaublich überrannt wäre, wie das noch eine Zeit lang der Fall ist. Schlichtweg, man hat mit dem ChatGPT-4 eher einen Rückschritt gemacht. Man sieht also den Fortschritt nicht so wirklich. Dementsprechend sehen wir, dass die Nutzerzahlen zurückgehen. Also das muss sich hier zeigen, ob sich dieses Rumor hier bestätigen wird, dass Microsoft jetzt die Bestellungen für Nvidia-Chips nach unten genommen hat. Jensen Huang, der CEO von Nvidia, hat aber gestern mal wieder für 13,5 Millionen Dollar seine Aktien verkauft, gell? Hier sehen wir, der hat jetzt mal innerhalb von ein paar Wochen 120 Millionen Dollar erlöst. Muss nichts heißen, aber der Mann hat normalerweise kein so schlechtes Timing. Hier sehen wir es rechts in diesem Chart. Diese roten Punkte sind, wo der Mann verkauft hat. Also, da ist vielleicht was im Busch. We will see. Abschließend, meine Damen und Herren, wir haben zwei Empfehlungen. Erstens, Zinspause steht fest, dennoch droht eine böse Überraschung. Wieso, weshalb? Sehen Sie in diesem Artikel unbedingt lesen, wenn Sie wissen wollen, was da überhaupt zu erwarten ist. Nachdem Sie mein Video gesehen haben, wissen Sie es ja noch wie vor nicht, gell, was da überhaupt zu erwarten ist von der Fed. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, Uschi ist wieder aktiv. Und Uschi hat gesagt, also China, gell, böse Subvention, ne, in Sachen Elektroautos. Wir subventionieren ja auch zum Beispiel keine alternativen Energien, gell. Ne, die sind ja selbsttragend wirtschaftlich, gell, da brauchen wir nichts subventionieren. Also wir sind ja da eigentlich ganz unbefleckt in Sachen Subvention, aber wenn es der Chinese macht, gell, der Chinese ist ja latent bösartig, gell, das wissen wir ja, ne? das ist klar, da müssen wir dann einmal ein bisschen dagegen vorgehen, gell, dass die Chinesen sich das nicht gefallen lassen, vielleicht, ja gut, ne? Darüber denken wir später nach. Also, ich wünsche jetzt das Allerbeste, diese zwei Artikelempfehlungen, Servus, ciao.